So, Bogist C1 Pro, 500 Watt Elektroscooter, vollgefedert, zu kaufen bei den üblichen Verdächtigen, Banggood, Geekbuying, AliExpress. Ja, der Preis liegt so zwischen 550 und 600 Euro. Ich finde den mega schick, ja. Die Vollfederung, die Verarbeitung, das ganze Design vom Roller, das hat mich super angesprochen. Der hat zwar nur 500 Watt, wo man denkt, oh, ein bisschen mager, aber der Motor, der zieht wirklich kraftvoll durch, auch bei Steigung. Ja, die habe ich bei mir hier gegenüber, da habe ich einen kleinen Park. Da geht es schon steil aufwärts. Ich habe keinerlei ja, Kraftverluste oder Geschwindigkeitsverluste feststellen können mit meinen 70 Kilogramm. Wie es bei schweren Fahrern ist, weiß ich dann natürlich nicht. Ja, also 35, 40 km/h schafft der locker. Die angegebenen 45 km/h schaffen wahrscheinlich nur 1,30 große, 20 Kilo schwere Asiaten. Ja, weiß nicht, wie die mal zu ihren Angaben kommen. Ja. Wenn der Roller ausgepackt ist, dann muss lediglich die Lenkstange montiert werden, ja, mit den vier Imbus. Dann die Klingel montiert werden mit dem Kreuzschraubendreher und hier, wo der freie Platz ist, da kann man dann auch die mitgelieferte Smartphone-Halterung anbringen, ja. Jetzt sehen wir hier gleich das Display, oder wir sehen es nicht. Das Display ist super dunkel eingestellt. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht rausgefunden, wie man Zeller stellt, und es lässt sich ausschließlich mit diesem einen Knopf hier bedienen. Das heißt, den Knopf gedrückt halten für 3 Sekunden, dann geht es an. Ja, kurz drücken, wechselt zwischen den einzelnen Stufen mit Low und High. Ja, wie immer die Unterstützung, also wenig, mittel und höchste Unterstützung. Ja, und ein schneller Doppelklick macht das Licht an. Das mache ich jetzt mal. Das Licht vorne, 3 sehr helle LEDs, sieht man jetzt bei Tageslicht nicht so doll. Die Reifen auch mega hochwertig. Hier die Federung sieht auch wirklich top aus. Ich bin auf den Roller mal rumgesprungen. Ja, da tauchte der dann bei meinen eher geringen Gewichten ein bisschen ein. Also federt auf jeden Fall gut. Ja, ob die roten Absetzungen jetzt irgendwie im Dunkeln eine Leuchtwirkung haben oder eine Reflexion haben, glaube ich nicht. Ist eher, glaube ich, ein stylisches Argument, ja, die zu verbauen. Was man jetzt hier aber ganz toll sieht, anders als bei dem Knumo von Faster zum Beispiel, den ich ziemlich kritisiert habe für seinen Wasserschutz oder seinen nicht vorhandenen Wasserschutz, hier ist wirklich eine Kappe aus Silikon vor dem Ladeport, ja, und der Ladeport selbst hat auch nochmal eine festsitzende Gummikappe, ja, also da kommt garantiert kein Wasser zum Controller, zum Akku durch. Das ist hier alles wirklich mega hochwertig verarbeitet, ja. Das Rücklicht hat natürlich auch die Bremslichtfunktion, ja, und das Deck an sich, gut, ich habe jetzt nur Schuhgröße 40, aber ist auch ein Ticken breiter als normal, würde ich sagen. Und man kann super bequem drauf stehen. Ja? Hier, wo die Imbusschrauben sind, ist die Platte anzubringen von dem Sitz. Ja? Und der Sitz, der ist auch nochmal gefedert, der ist sehr weich gefedert. Also auch bei meinem geringen Gewicht taucht das ziemlich tief ein und der Sattel, der ist okay. Ja? Also mit oder ohne Sitz fahrbar. Ja? Sitz ist kostenlos dabei. Und ja, den Roller, den kann ich wirklich nur super empfehlen. Ich denke mal, für den Kaufpreis von 550, 600 Euro gibt es kaum einen besseren, flotteren Roller, ja, vom Design sowieso nicht, ja. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben oder unter die Beschreibung des Videos, ja, mitteilen. Ich finde den eigentlich mega geil, oder? Und das Schöne ist, der ist auch nicht so schwer, 23 Kilo. Und man kann den auch noch wirklich bequem tragen. Ja, morgen kriege ich den Laotti TI30. Ja, ist ja mein Bojo-Eder-Ersatz. Da bin ich schon gespannt drauf. Aber ich glaube, so ein mittelgroßer Roller, der auch flott fährt, ist eigentlich für die Stadt ideal. Ja, wie immer leider keine Betriebserlaubnis. Insofern nicht im öffentlichen Straßenverkehr nutzbar. Auf Stufe Low fährt er aber genau 20 km/h. Also ich will niemanden zu rechtswidrigen Verhalten auffordern, aber wenn man jetzt zur Versicherung geht und sich einen E-Scooter-Kennzeichen holt, ja, und mit 20 km/h vorschriftsmäßig durch die Gegend fährt, denke ich mal, ist der noch so unauffällig, ja, dass man eigentlich keinen Stress kriegen sollte. Ja. Ansonsten wäre es schön, wenn der Gesetzgeber einfach mal ja, neue Regelungen erlässt und man einfach
mal die Sachen, die eingefallen, auch nutzen könnte. Hilfe! Ja, also, oder vielleicht sogar wirklich für E-Scooter, die im Straßenverkehr genutzt werden sollen, eine Einzelabnahme beim TÜV ermöglicht, die bezahlbar ist und nicht wahrscheinlich irre teuer. Ja, in diesem Sinne, oh, Entschuldigung, schön verschluckt. Mensch, ja, kann ich nur eine Empfehlung für den Bogis C1 Pro aussprechen. Und das ist echt ein wahnsinnig toller Roller. Ist natürlich alles wieder eine Geschmackssache, aber mir gefällt er wirklich sehr, sehr gut.